Hallo Freunde, ich bin die Katharina und heiße euch herzlich willkommen auf meinem Strickkanal. Heute gibt es wieder einen Blog und ein Vlog. Und zwar habe ich jetzt neue Garne von Rico Design bekommen. Ich habe sie extra angefragt. Ich habe gesehen, dass es neue Garne gibt und habe sie angeschrieben, habe gefragt, ob ich jetzt irgendwas Neues ausprobieren kann. Und ich zeige euch gleich, was ich alles daraus gemacht habe, was ich bekommen habe, was ich daraus gemacht habe. Ich drehe dieses Video jetzt schon zum zweiten Mal, denn das erste Mal habe ich die Sachen bekommen. Ich habe sie ein bisschen ausprobiert, habe ein kurzes Video gedreht. Es wurde tatsächlich nicht lang, weil ich nur ein paar Muster hatte. Und dann habe ich noch... Erstens kam ich natürlich nicht dazu, es mal zu veröffentlichen, weil davor noch Videos anstanden. Und dann habe ich noch Stoffe bekommen. Und die Stoffe sehen so schön aus und passen eigentlich zu den Projekten, dass ich euch das nicht vorenthalten wollte. Deswegen habe ich jetzt nochmal neu gestrickt. Dann ist noch in der Zwischenzeit noch die H&H-Messe gewesen, die leider für mich wenig interessant war. Aber ich komme darauf zu sprechen gleich. Und zum Schluss, bleibt dran, zum Schluss habe ich noch ein kleines Dankeschön, eine kleine Überraschung in diesem Video vorbereitet für euch. Bis gleich. Ja, ich habe, also hier ist mein ganzer Stab. Ich habe gerade so eine Schneise hier auf meinem Schreibtisch freigeräumt, damit ich Sachen packen kann, euch das zeigen kann. Also um mich herum herrscht Chaos. Man sieht das auch. Ich habe da auch, oh, guck mal, da habe ich auch Rico-Stoffe liegen. Hier habe ich einen Stapel Stoffe und schon vorgestricktes. Hier habe ich noch ein paar Knäuel. Es ist so, dieses Jahr, normalerweise ist es so, dass man im Frühjahr, also bis 2020 war das ja so, dass wir eine echt tolle Messe hatten, eine Handarbeitsmesse für Fachbesucher. Und natürlich in 2020 ist sie ausgefallen. In 2021 gab es sie digital. Und wenn ihr zurückgeht in meinen Videos, dann könnt ihr euch dazu zu den Rico-Garnen und zu der Messe auch einen Vlog ansehen. Ich kann euch den empfehlen, allein schon deshalb, weil sich im Sortiment von Rico wenig geändert hat. Und da haben sie mir damals, haben sie das... Im Format der Messe haben sie nur für Blogger, für Strickblogger, ein Online-Event gemacht und Garne zugeschickt. Für alle das Gleiche und sogar die Garne, die im Herbst kommen würden, also da einfach als Fäden. Es war super interessant, also sehr, sehr schön gemacht, auch mit Modellen und man konnte da Fragen stellen und so weiter. Also ich war begeistert und ich kann euch sagen, dass sich an den Garnen nicht viel geändert hat. Ich denke, das war auch der Grund, warum sie jetzt keine neue große Veranstaltung gemacht haben. Deshalb springt da rein. Daraus, übrigens aus den Garnen, ist auch dieses Tuch entstanden, das ich auch sehr liebe. Das habe ich auch nochmal in Schwarz-Weiß nachgestrickt. Also eine ganz einfache Anleitung und ein sehr schönes Tuch draus geworden. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt dieses Jahr nochmal angeschrieben, gefragt, was es jetzt Neues gibt, weil ich bei Wolle Rödel die Garne gesehen habe und dachte mir schon, das sieht ja aber sehr interessant aus. Es lag auch daran, dass ich jetzt vielleicht die Farben nicht wahrgenommen habe und habe dann um ein paar bestimmte Farben, ich habe dazu auch geschrieben, welche Farben ich haben möchte, angefragt, ob sie mir mal Neuigkeiten schicken. Und dann hat mich die Nicola auch direkt gefragt, das ist meine die Person, an die ich immer alle Fragen richte, die hat mich auch gefragt, ob ich nicht auch ein Strickpaket nachstricken möchte. Habe ich gesagt, ja klar, unbedingt. Bei uns standen die Ferien an und ich wollte etwas stricken, was ich nicht filmen muss, damit ich jetzt nicht mein ganzes Equipment mit in die Ferien nehmen muss, aber trotzdem irgendwas Produktives entsteht, habe ich gesagt, unbedingt. Ich mache eine Strickanleitung und stricke dann ein Paket. Zeige ich euch gleich. Das mache ich noch mit. So,
Ja, wie fange ich jetzt an? Wo fange ich jetzt an? Einfach nur die Garne. Ich habe, Moment, als erstes zeige ich euch das einzige Garn, das jetzt nicht auf der Nadel ist. Und zwar ist das so ein Glitzergarn. Crazy Pellets. Und zwar sind das, Moment, 25 Gramm, 110 Meter. Und das ist 55% Polyamid und 45% Polyester. Und das ist nicht auf Nadeln, weil A, weiß ich ungefähr, ich laufe, lasse es immer als Beilaufgarn laufen. Also ich würde es höchstens häkeln. Ich hab ein bisschen das Häkeln für mich wieder neu entdeckt. Höchstens irgendwo reinhäkeln. Ansonsten lässt es sich super als Beilaufgarn stricken. Ich habe meine Mutter zum Beispiel derzeit, die setzt das immer in Streifen ein. Es ist ja so, dass dieses Stricken, ne, das ist ja natürlich genetisch vererbt und sie strickt. Sie ist diejenige, die es mir beigebracht hat und sie ist diejenige, die, wenn man mein Garnvorrat sieht, sie wird, also ihr Garnvorrat wird irgendwann an mich auch übergehen. Also sie, Zeit ihres Lebens wird sie das, weil ich glaube ich nicht verstricken noch können, aber sie ist gut dabei und ist zurzeit total, fährt total auf diese Effektgarne. Und zwar setzt sie sie immer nur ein bisschen streifenweise ein, strickt sich jetzt ganz viele Sommer-T-Shirts und da ist es super, da kann man immer nur ein, zwei Knäuel kaufen maximal und kann alle Restgarne verstricken. Sie hat sehr schöne Garne von der Hamburger Wollfabrik, die jetzt auch eigentlich hätte einen super Lagerverkauf haben können. Ja, vielleicht im Herbst, dann nehme ich euch unbedingt mit zum Lagerverkauf, weil das einfach, also so, wenn sie das noch so machen können, wie sie das mal gemacht haben, das hat einfach riesen Spaß gemacht. Egal, Hamburger Wollfabrik, falls euch das interessiert, googelt das mal. Und sie hat von da aus diese ganz tollen Effektgarne und setzt das wirklich immer nur streifenweise ein. Zum Beispiel für das Tuch auch von Rikum, also nochmal das mit den Fallen würde auch sehr schön in bestimmten Streifen aussehen. Es ist noch nicht verstrickt, weil ich noch überlege, was ich damit mache. Es ist tatsächlich dieser einzige Knoll, den ich noch nicht ausprobiert habe, nicht auf die Nadeln gesetzt habe. Dann habe ich zwei Knoll bekommen. Eins ist immer noch ganz, ich habe es noch nicht aufgemacht, das ist Cotton Stripes und zwar sieht man da seitlich auf der, da ist ein Bild auf dem Knäuel und man sieht, wie das wie ungefähr die Farblage ist und das ist sehr schön dezent beige. Übrigens, nie bei sowas nicht, ich zeige euch das gleich. Dezent beige und zwar ist das 100% Baumwolle und so ein Knäuel hat 250 Gramm und 480 Meter, das ist wirklich viel. Einen zweiten Knäuel habe ich in bunt bekommen und ich habe das auf Instagram kurz gezeigt und prompt kamen so ein paar Meldungen, die fanden alle die Farbgebung super schön. Ich finde die auch super schön. Moment. So, ich finde die Farbgebung auch sehr schön. Und zwar, schaut mal, es entsteht, man kann es sich denken ungefähr, das sieht aus wie ein Ärmel und wird lang. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich keinen Schal oder sonst was draus stricke, sondern ein Bolero. Ja, die Boleros sind jetzt derzeit so dermaßen wieder in Mode. Also ich sehe sie immer wieder, diese so sind nicht ganz diese 90er Jahre Boleros, wenn ihr euch erinnert, die so ganz eng saßen. Vielleicht kommen die auch. Ich habe aber keine Lust, die zu stricken, um ehrlich zu sein. Ich habe Lust, diese einfach nur einen Streifen zu stricken und hier die Ärmel. Theoretisch, ich mache dazu noch keine, also ich, wenn es klappt, mache ich eine Anleitung daraus. Ich habe tatsächlich hier angefangen, offen zu stricken, wie man so einen Ärmel mit Naht strickt, weil ich mir überhaupt nicht sicher war, wo ich denn, bis wohin soll die Naht schließen. Das Wichtigste, was ich nicht gesagt habe, das ist ein Kinderteil. Ne? Das habe ich ungefähr,
Also ich habe die Maße von meinem Sohn genommen. Er wird es nicht tragen. Das ist natürlich für eine seiner Freundinnen vielleicht, beziehungsweise für die Töchter von meinen Freundinnen. Ich habe immer wieder, ich habe die Maße von seinem Sweater genommen, die Ärmel. Dann hier, Moment, ich habe ein, irgendwo hier habe ich einen Markierer. Das ist die Mitte. Das ist der Rücken bis dahin, der Ärmel. Und ich muss ausprobieren, bis wohin dieser Ärmel einmal geschlossen werden muss. Also hier einmal geschlossen. Ab hier irgendwo wird es auf sein. Und diese Schulterpartie wird nochmal mit einem Bündchen verbunden. Das ist mein Plan. Ob der aufgeht, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Für mich würde ich das, das habe ich nämlich unbedingt vor, aus einem richtig schönen Garn zu stricken. Wahrscheinlich das nicht, weil das einfach auch sehr ein sehr schweres Garn ist. Ich stricke zwar mit Nadelstärke 3, aber es ist in sich sehr grob, sehr schön für Anfänger. Schaut euch mal meine Strickweise. Also ich bin auch sehr schlecht, was gerade präzise Maschen angeht. Ich habe da viele Tricks, die ich anwende, aber ich tatsächlich bei mir hapert es tatsächlich an der Rückreihe. Ich muss die immer kleiner nehmen. In diesem Fall stricke ich tatsächlich mit Nadeln 3 mm hin und zurück. Und dadurch, dass das Garn an sich so unregelmäßig ist, es ist einfach bombig. Es fällt niemandem auf, dass man unregelmäßig strickt. Für mich wird das einfach zu schwer. Das sind ja jetzt schon, es werden insgesamt 250 Gramm. Wenn ich für meinen Rücken und für meine Ärmelgröße, was ist das? 1,5 Meter müssten das sein. Und ich würde es auch breiter hier im Rücken stricken. Das müssten dann auf jeden Fall 750, 800 Gramm werden. Und das ist mir zu heavy. Es ist mir zu schwer. Zu heavy. Ja, es ist mir zu schwer. Und ich hätte, glaube ich, Lust, da auch noch ein bisschen mit Farben zu stricken und mit Mustern zu arbeiten. Und dieses Garn eignet sich perfekt für einfach glatt rechts stricken. Glatt rechts. Noch eine wichtige Anmerkung. Ihr seht, hier habe ich einen weißen Streifen. Und hier habe ich auch noch einen weißen Streifen. Ich habe das nicht auf dem Bild gesehen. Also es ist nicht auf dem Bild dass hier so ein weißer Streifen ist. Ich denke, das ist ein Färbefehler, weil er sich hier auch noch mal wiederholt. Ich denke, das ist da ist irgendwas falsch eingestellt gewesen. Ich weiß es nicht. Warum hier so ein weißer Streifen? Es ist doch relativ, also auffällig. Ich nehme an, dass es ein Färbefehler ist. Anders kann ich es mir nicht erklären. Obwohl, es ist ja der gleiche Übergang. Das ist ja alles digitalisiert, dieser Färbevorgang. Und worauf es mich aber gebracht hat, ich finde es jetzt okay, weil es sich einmal wiederholt. Ich hoffe, dass es sich nochmal wiederholt. So. Dann kann ich damit leben. Worauf es mich aber gebracht hat, ist, dass man sehr schön zwischen den Streifen auch weiße Töne setzen kann und sie noch einmal davon abgrenzen kann. Also weil das ist ja alles durch dieses melierte Weiß aufgeweicht, die Farben. Und falls ihr euch an sowas einfach einen Schal oder irgendwas Gerades rantraut oder ransetzt, kann ich euch nur empfehlen, da jetzt so weiße Streifen dazwischen zu setzen, würde sehr gut aussehen. Entweder weiße Streifen in glatt rechts oder glatt links. Würde auch sehr gut aussehen. Oder kraus rechts. Also so richtig abtrennen, auch haptisch. Ne, dass so die Relief ein bisschen anders aussieht. So. Also in Beige würde das auch gut aussehen. Ich werde das vielleicht, daraus wollte ich noch ein anderes kleines Bolero ausprobieren. Mal sehen, ob das klappt. Nächstes zeige ich euch die Organic Cotton und das ist 100% Bio-Baumwolle, 50 Gramm, 105 Meter. Und das ist ein sehr unelastisches Garn, also wirklich so ein gedrehtes, richtig schöne Baumwolle. Und
Klar, ich muss sagen, ich verstricke so eine ganz, ganz reine Baumwolle. Die muss bestimmte Eigenschaften erfüllen. Also entweder brauche ich ein Beilaufgarn für Kleidung oder ich stricke sie nicht. Oder sie muss für andere Projekte herkommen. Cardigans mit Beilaufgarn, da brauche ich noch irgendwas Weiches dazwischen, was die ganze Sache so ein bisschen aufpäppelt. Man kann auch super Glitzer und was Weiches, vielleicht so ein bisschen Mohairgarn. Tatsächlich, also wie gesagt, wie ich das schon oft erzählt habe, hier in Hamburg kann man ruhig Mohair auch im Sommer tragen. Passt zu Baumwolle. Mohair-Baumwolle ist auch eine sehr schöne Mischung. Und wenn man so ein bisschen spielen möchte mit Farben, ist ein leichtes Beilauf, dünnes Beilaufgarn würde hier gut, super zu passen. Und was habe ich daraus gemacht? Also, ist übrigens unter anderem deshalb drehe ich jetzt dieses Video noch ein zweites Mal. Ich habe ein wunderschönes Netz gestrickt. Nein. Das erste Projekt, das mir daraus eingefallen ist, war natürlich Taschen. Und ich habe so ein Netzmuster gestrickt. Netzmuster ausprobiert, lässt sich super stricken. Ich zeige euch das unbedingt in einem Extra-Video. Ein sehr einfaches Netzmuster, das ein bisschen braucht, um zu stricken. Und ihr wisst ja, ich nähe Taschen, ich nähe immer noch und ich liebe nähen. Und dann dachte ich mir, ich muss das unbedingt noch mit Stoffen verbinden, also dass man ein Teil näht, ein Teil als Stricktasche hat. Und als erstes habe ich natürlich mein Nessel, ganz normalen Nessel ausprobiert. Der passt wirklich zu jeder Farbe. Also Nesselgarn kann man wirklich an Nesselstoff, reine Baumwolle unbehandelt. Der ist steif, super verarbeitbar. Kann man an jede Farbe hier ranstricken. Und dann, deshalb habe ich natürlich die Stoffe bekommen und die passen farblich auch so wunderbar zu diesen Maschenproben. Und zwar habe ich da jetzt einmal ausprobiert. Moment, guck mal, das sieht so ein bisschen Oma-mäßig, oldschool. Das Weiß, es traumhaft. Also die Kollektion mit den Stoffen heißt Sakura und das sind diese Kirschbaumblüten auf Japanisch und die haben das jetzt so grafisch schon gesetzt, dass es so witzig aussieht. Ich finde, das hat so einen lustigen 70er-Jahre-Touch und dazu dieses gestrickte Netz. Ich mache noch die Taschen unbedingt raus. Ich weiß nicht, ob ihr Lust habt, mit mir Taschen zu stricken. Aber so einfache Projekte zwischendurch für den Sommer, wenn ihr nicht Lust habt auf Mohair und noch mehr Mohair und so und Mützen, sind Taschen jetzt total angesagt. Ich werde auch ganz viele Taschen nähen. Ich habe hier auch, ich weiß, es gehört jetzt in den Stricken-Vlog nicht rein, aber ich habe hier auch wunderbare Canvas und ich habe auch sehr schön Musline hier mit Glitzer. Und ich habe aus diesen Stoffen auf jeden Fall vor, so Projekttaschen zu nähen. Das kommt auch als Anleitung auf jeden Fall auf meinen Blog. Ich habe jetzt eine, das ist jetzt aus Katja-Stoffen. Ich habe mal eine versucht. Sie ist noch nicht perfekt. Ich habe hier ganz viele Sachen falsch gemacht. Hier noch nicht mal ordentlich das Label an der richtigen Stelle angenäht. Aber es ist riesengroß. Da passt viel rein. Habe ich mir gedacht, dann kann man hier noch so Gurte durchziehen, dass man sie irgendwie um die Brust tragen kann. Und dann mache ich da draus aus diesen Stoffen so eine Tasche. Das ist mein Probestück, mit dem laufe ich rum. Das ist auch schon übelst dreckig geworden, weil ich das immer hinschmeiße mit irgendwelchen Projekten. Und dann stelle ich das gerne für euch zur Verfügung. Ihr könnt das nachnähen, falls jemand von euch näht. So Projekttaschen machen einfach Spaß, die zu nähen und die im ganzen Haus zu verteilen und mit unfertigen Projekten zu befüllen. Ich habe auch versucht,
hier, man sieht es, es ist, das ist aber der Stand der Dinge und hier gebe ich das auf, auch in Rundstrick zu machen. Also das Muster funktioniert auch in Rundstrick, aber nicht mit diesem Garn. Das ist, ich habe nämlich versucht, jetzt so eine Tasche für meine Flasche zu stricken. Moment, da. Aber es ist ein Lappen. Aus diesem Garn, es ist Baumwolle, muss man hart stricken. Entweder muss ich das doppelt auf Dreiernadeln, also zweifädig stricken, oder ich muss irgendwie 1,5 nehmen und das ist jetzt schon 2,5, damit es irgendwas hält, sonst leiert das aus und es ist jetzt schon ein Lappen. Deshalb, ich finde, es sieht gut aus, also es klappt ganz gut schon mal, ne, dass man die Flasche da rein tut und dann so einen Flaschenhalter strickt. Aber es wird ein anderes Garn sein. Es wird auf keinen Fall dieses Garn werden. Das ist doch für so etwas Schönes, Netziges gedacht. Jetzt komme ich zu meinem Ferienprojekt. Wir waren eine Woche in Dänemark. Und ich glaube, ich mache noch ein extra Video für meinen Ferienstrick. Denn ihr gehört bestimmt, wenn ihr dieses Video guckt, gehört ihr bestimmt zu diesen Leuten, die mit Wolle in den Urlaub fahren und dann nochmal Wollläden abklappert und noch mehr Wolle kauft. Ich habe nämlich noch viel Wolle. Dachte, ich probiere mal dänische Wolle aus und habe jede Menge Wolle gekauft. Für kleine Projekte im einzelnen Knäuel. Ich habe so coole Sachen. Deshalb mache ich nochmal zu dem zu der Jacke, wenn ich sie fertig gestrickt habe, auch zu den Projekten, die ich, ich habe so coole Sachen gestrickt in den Ferien, mache ich noch mal ein kurzes Video. Aber was stricke ich? Und zwar habe ich geschafft, auf jeden Fall ein Rückenteil, ein ganzes Vorderteil und ein zweites Vorderteil anzufangen. Das ist alles in den Ferien entstanden. Und zwar ist das Modell 21 aus dem Heft von Rico Design, aus dem Strickheft. Ich habe gewählt, und zwar die größte Größe 44-46 mit 8 Knäuel. Es kommt, also da kommt so ein Paket mit Wolle und der Zeitschrift, der Anleitung und eben diesem Modell. Dazu muss ich sagen, ich gehe das nochmal durch. Mein Strick passt nicht ganz zur Anleitung. Deshalb muss ich unbedingt noch ein extra Video machen. Ich habe, da gibt es noch ein paar Nuancen. Zum Beispiel habe ich das Bündchen war dort als kraus rechts angegeben. Ich mag kraus rechts als Bündchen überhaupt nicht. Nicht, weil ich kraus rechts nicht mag oder es liegt daran, dass ich, und das ist auch mein Ziel für diese Videos, dass man ein möglichst professionelles Ergebnis hat. Und kraus rechts im Bündchen sieht für mich nicht professionell aus. Da gibt es bessere Möglichkeiten. Deshalb habe ich erstmal wieder auf Hilfsgarn angeschlagen und wahrscheinlich wird es ein glatt rechtes Bündchen gefaltet. Ich möchte, dass es ordentlich aussieht. Es ist natürlich schön, selbstgemachte Sachen zu machen, aber da gibt es jede Menge Tricks und es gibt beim Strick natürlich Möglichkeiten, das so professionell aussehen zu lassen, dass nicht jeder euch fragt, oh, hast du das irgendwie zwischendurch auf dem Spielplatz gestrickt? Nein. Und deshalb habe ich das jetzt geändert. Also das Bündchen werde ich anstricken und zwar in glatt rechts, doppelt gelegt, auch hier unten und drumherum. Das ist ja so ein Kimono-Teil. Bei den Ärmeln weiß ich noch nicht, ob ich direkt mit dem Bündchen anfange oder ob, also bei den Ärmeln bin ich eh noch nicht dran. Da gibt es ein paar Nuancen, die ich jetzt geändert habe. Und wie gesagt, bei mir kommt die Maschenabnahme beim Raglan-Ärmel nicht wirklich hin. Ich setze mich nochmal hin und gucke, ob da jetzt was falsch gelaufen ist. Aber ich meine nicht. Ich habe das jetzt trotzdem geändert. Beide Teile. Jetzt kommt es hin, nachdem ich das alles geändert habe. Ich stricke das in Perlfang. Auch da gibt es Nuancen. Ich habe mehrere Sachen ausprobiert. Und zwar stricke ich
Perlmuster mit verschränkten Maschen. Dadurch ist die Struktur noch ein bisschen konkreter und es sieht nicht aus wie ein Lappen. Das ist mir immer wichtig, dass es nicht aussieht. Manchmal braucht man einen Lappen, aber in dem Fall möchte ich keinen Lappen haben. Und jetzt bin ich dabei, genau, das ist der Stand bei dem Cardigan, also so ein Kimono-Cardigan. Eventuell, wenn mir noch Garn übrig bleibt, werde ich noch Taschen ranstricken, weil ich Taschen bei Cardigans unglaublich praktisch finde. Zumal das ist so ein Sommercardigan, mit dem geht man nur noch raus. Und dann hat man, wenn man da keine Taschen hat, dann, ich weiß nicht, ich bin dann aufgeschmissen. Ich brauche irgendwas, wo ich ein Taschentuch, mein Handy, Spielzeug rein tun kann. Das Garn habe ich übrigens in zwei Varianten. Ich habe auch zum Ausprobieren. Also das ist Flecky und das ist irgendwie Pebbles, glaube ich, oder irgendwas. Nee. Also grau schattiert und das ist die gleiche Qualität. Cotton Flecky Fleece DK 100 Gramm, also die Knäuel sind ziemlich groß, 250 Meter und das ist Retro, das bunte und das andere ist Earthy Grau. Das ist, und zwar ist das 75% Baumwolle, 13% Polyamid und 12% Wolle. So fühlt sich das an. Nach der Wäsche ist es schon ein bisschen weicher geworden. Also die Probestücke habe ich gewaschen und die sind dann ein bisschen weicher geworden. Also ich mag dieses Moherige, diese Härchen dran. Sieht schon sehr frisch und sehr sommerlich aus. Aber wie gesagt, ich mache das Teil fertig und dann gibt es einen ganzen Ferien-Vlog dazu. Weil da sind echt schöne Sachen unter anderem entstanden, weil ich auch witzige Garne in Dänemark gekauft habe. So, und jetzt zum Schluss möchte ich euch noch was zeigen. Und zwar sind wir jetzt über 4000 auf meinem Kanal. Und ich wollte mich herzlich dafür bedanken, für diese Treue, für die vielen Komplimente, für die vielen Rückmeldungen von euch unter den Videos. Ich weiß, also da steht immer noch, dass die alten Videos schlechte Aufnahmequalität haben, aber die neuen, da arbeite ich dran. Ich habe auch richtig hier bessere Mikros und versuche das jetzt so laut wie möglich rauszustellen. Ich arbeite auch dran, dass alle Videos Untertitel haben. Ich habe mir das viel einfacher vorgestellt, aber es ist doch ein bisschen komplizierter, jetzt Video da bei jedem Video die Untertitel zu machen. Und aber dafür denkt dran, ihr könnt für alle Projekte nochmal auf meine Seite gehen und dort findet ihr das nochmal alles schriftlich auf der Seite, die Blogbeiträge. Auch an der Seite arbeite ich immer noch, dass es auch es wird. Und das hier wollte ich eigentlich schon zu 1000, zu 2000, zu 3000. Ich habe es nicht geschafft und jetzt habe ich es endlich geschafft. Und zwar habe ich jetzt so einen Projektplaner entworfen. Ich stelle ihn einfach unten im Video, wird der verlinkt sein. Ihr könnt den einfach so runterladen und euch das erstmal anschauen. Das Deckblatt braucht ihr nicht, aber ich fand es so hübsch. Ich habe es angefangen zu machen und konnte nicht mehr aufhören. Seite für Seite, also das ist nur mein, müsst ihr nicht unbedingt alles ausdrucken, aber ich finde es hübsch. Das ist für mich. Und zwar habe ich jetzt so Blätter gemacht, auf denen Projektplaner steht, also eine Maschenprobe anschreiben, Größe, alles ausfüllen. Garnstärke, Zusammensetzung, Farbe, Lauflänge und ein paar Linien für Aufzeichnungen. Also diese Blätter werde ich einfach extra raufstellen. Von denen könnt ihr dann so viele ausdrucken, wie ihr wollt. Ich habe jetzt, kann ich nur die Empfehlung geben, jetzt nicht auf das ganz dünne Papier auszudrucken, weil wenn ihr hier eine Maschenprobe dran kleben wollt oder auch kein, vielleicht so ein mattes, schwereres Papier, so ab 100 ungefähr und dann hier einfach eine Maschenprobe dran dann oder Garne dran klebt, dass es nicht einfach rumflattert. Weil der Rest kann auf Papier, was ihr gerade habt, gedruckt werden und dann habe ich hier noch Garne in meinem Besitz. Da könnt ihr mal eure
wie heißt das nochmal, Lagerkapazitäten hier einmal zusammenfassen, was ihr denn da alles habt. Oh, ich muss da von denen ungefähr 1 Million ausdrucken. Und Stricknadeln, das ist ganz wichtig. Also ich, wie viele von denen ich habe. Und ich werde mir nämlich noch mehr kaufen, weil ich unbedingt welche ausprobieren muss. Also ich denke, ich werde demnächst welche noch zugeschickt bekommen. Und ich muss noch welche kaufen, das teure Nadeln einmal, um auszuprobieren, was denn jetzt, ob das jetzt sich wirklich lohnt. Und es schreibt euch das auf, weil ich habe gemerkt zum Beispiel, dass ich tatsächlich nur in einer bestimmten Nadelstärke stricke. Das habe ich zwar lange her bemerkt, ich habe zwar viele, aber ich habe gemerkt, dass ich einfach zum Beispiel Stärke 10 Millimeter ja nicht einmal angefasst habe in den letzten 2 Jahren, glaube ich. Vielleicht einmal angeguckt. Und ich stricke vor allem ab 2,5 bis maximal 6. Also 5 ist das, mag ich sehr gerne, aber stricke wenig damit. Also bei 4, zwischen 2,5 und 4 brauche ich einfach so viele Nadeln mit verschiedenen Seilen, abschraubbar, nicht abschraubbar, Nadelspiel etc. Einfach ein Zettel, um das, um zu wissen, was man hat. Weil man steht dann da im Laden und kauft sich trotzdem das Gleiche nochmal in grün zum 100. Mal. Ich brauche das, aber man muss trotzdem wissen, was man hat. Garne auf dem Wunschzettel, und zwar, das ist, brauche ich auch, weil manchmal vergisst man, was man, dass es die gibt und für ein bestimmtes Projekt. Ich habe jetzt erstmal nur Linien hier angeführt, um das so frei wie möglich zu lassen. Eventuell habt ihr nochmal, möchtet ihr hier was anderes haben, schreibt mir unbedingt, schreibt mir hier Notizen. Auch mit Linien und einmal komplett frei. Da könnt ihr, das ist im gleichen Design einfach nur, und es ist komplett frei. Da könnt ihr zeichnen, malen oder Liebesbriefe schreiben. Bevor ihr das alles ausdruckt, guckt es euch gerne an. Erstmal schaut es an, geht einfach runter. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das einfach über den Blog verlinke oder so. Ihr könnt das einfach als Dankeschön, ohne irgendwas zu hinterlassen, einfach runterladen. Nehmt es euch. Ich bin super dankbar, dass ihr da seid. Ich bin super dankbar für die Rückmeldungen. Und ihr schreibt, also es ist nur die Kommunikation direkt unter YouTube, ist mal ein bisschen schwierig. Schreibt mir gerne. Also viele von euch haben ja schon die Möglichkeit ergriffen und mir über Instagram geschrieben. Da kann ich nämlich Links drunter setzen. Ich kann nicht unter diese Videos Links setzen. Die werden als Spam angesehen. Aber ich kann in Instagram in den Direktnachrichten immer Videos, Bilder posten, wenn man etwas nicht versteht. Ich sehe ja auch nicht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Manchmal weiß man gar nicht, es ist so einfach die Lösung, und man muss das einfach nur ein Bild zeigen oder sonst was. Schreibt mir gerne, ich bin da offen. Es kann sein, dass ich irgendwie ein bisschen brauche, weil ich nicht sofort die Nachrichten sehe, aber ich versuche jede Nachricht zu beantworten und bin gerne bereit, auch zu diesen Teilen, wenn ihr sagt, kannst du irgendwie die Kästchen größer machen oder kannst du noch so einen Zettel für nur Socken, oder die kommen übrigens noch, also nur Socken, ich komme bald Socken oder nur Tücher oder nur Strickmuster. Das wird jetzt so ein kleines, so eine kleine Bibliothek, die mache ich noch, und dann könnt ihr, also dass dieser Projektplaner noch durch mehr Blätter ergänzt wird. Gerne, schreibt mir einfach, es macht so einen Spaß, die zu machen, also es kostet ein bisschen Zeit, aber es macht wirklich Spaß, ich bastel total gerne jetzt an diesen Blättern, ich stricke auch gerne, aber ich bastel auch gerne an diesen Blättern, und ja, schreibt mir einfach, meldet euch, schreibt mir auch, wenn es okay ist, also wenn es hinkommt, dann bin ich auch ganz dankbar zu wissen, dass ich das auch so lassen kann.
So viel für heute. Ich freue mich, dass es immer mehr werden. Ich liked gerne. Ich sage das trotzdem jetzt nochmal, auch wenn ich das immer vergesse, in den Videos zu sagen. Like gerne. Gerne auf Instagram folgen. Guckt euch meine Pinterest-Boards an. Die sind, also, da braucht ihr mir nicht zu folgen, aber da stelle ich immer wieder ein paar Techniken hin, ein paar schöne Boards habe ich auch als einfach als Inspiration. Und ihr findet dann auch dort mich natürlich als Beitrag irgendwie verlinkt. Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.